Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Setups finden mit dem Smart Trend Indikator. Und diese Veranstaltung machen wir wie immer mit Marc Pötter. Ich freue mich, dass er wieder für uns die Zeit gefunden hat heute und natürlich, dass Sie live dabei sind und sich für das Thema und für das Webinar interessieren. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir schauen uns wie immer den Risikohinweis an, denn auch dieses Webinar dient nur zu Schulungsinformationszwecken und unabhängig vom Inhalt. Also egal, was der Marc heute uns zeigt, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Sie können natürlich die Informationen nutzen und das mit in Ihre Entscheidung berücksichtigen, wenn Sie das wollen, aber das liegt bei Ihnen. Und deswegen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Gut, dann übertrage ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche wie immer viel Spaß und viel Erfolg. Wenn irgendwas ist, ich bin im Hintergrund. Perfekt, danke dir, Nelson. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Mich für die Leute, die vielleicht neu hier sind, ganz kurz vorstellen. Marc Pötter, mein Name, seit 13 Jahren professioneller Trader und Investor. Auf der einen Seite habe ich eine eigene Firma mit einem netten kleinen Team, wo wir vorwiegend Daytrading betreiben, Handelssystem entwickeln, auch Indikatoren entwickeln, wie zum Beispiel auch den Smart Trend Indikator, den ich in dieser Webinarreihe nutze. Auf der anderen Seite, über 90% meiner Altersvorsorge liegen in Aktien langfristig. Deswegen ist der zweite Bereich, der mich stark interessiert. So auf der einen Seite aktive Trading, auf der anderen Seite die langfristige Aktienanlage. Bin studierter Diplomkaufmann und auch zertifizierter Analyst, sowohl weltweit als auch in Europa. Also das nur als kleine Vorstellung. Wollte noch kurz sagen, dass der Smart Trend Indikator, ja, das ist eine Entwicklung von Smart Markets, von uns, also nicht von FX Trend, einfach, dass das klar ist. Also wenn da Fragen sind, gerne an uns wenden. Ja, und den könnt ihr kostenfrei einsetzen. Den Link werde ich gleich noch posten, aber lasst uns erstmal direkt in die Handelsplattform gehen, weil das ist ja das, was für uns interessant ist. Hier ist nochmal das Ergebnis so von den letzten Webinaren. Also tatsächlich alle im Webinar live gehandelt mit Ansage. Das ist halt mir wichtig. Im Nachhinein sind die meisten ja Trading-Weltmeister, wenn man sagt, ach ja, hier unten, ne, da ist grün, also einsteigen und hier oben aussteigen. Darum soll es uns ja hier nicht gehen, sondern ich möchte auch halt live zeigen, dass der Indikator tatsächlich einiges kann. Es ist keine Gelddruckmaschine. Deswegen, wie der Nelson schon sagte, das ist natürlich oder auf eigenes Risiko, wenn man mithandeln möchte. Aber ich denke, deswegen ist man ja auch selbstständiger Trader. Ansonsten könnte man ja auch sein Geld irgendeiner Vermögensverwaltung geben, wenn man nicht selbst die Verantwortung tragen möchte. So, das, was ich immer als allererstes mache, dass ich einmal nachschaue, das mache ich im Normalfall morgens, will ich aber jetzt hier auch eben noch zeigen, wie die Wirtschaftsdaten aussehen. Das ist für uns wichtig. Ja, und zwar, also den Link kann ich euch mal reinposten, dann habt ihr den schon. Ihr Chat, wenn ihr den Indikator kostenfrei einsetzen möchtet. Ich schaue immer einmal, wie sind so die wichtigen Wirtschaftsdaten. Das heißt, ich schaue immer nur auf diese drei Bullen. Ja, die zwei Bullen, ein Bulle, das ist etwas, was mich nicht interessiert. Und was für mich immer sehr interessant ist, sind natürlich Zinsentscheide. Ja, was wir also gestern Abend hatten, die FED-Zinsentscheide, Moment, nehmen wir mal eine andere Farbe. FED-Zinsentscheid hier. Ja, da sehen wir sind gleich geblieben bei 5,5%. Da erwartet ja eigentlich der Markt, dass wir dieses Jahr schon zu der ersten Zinssenkung kommen. Uns in Deutschland zumindest immer etwas voraus sind die Schweizer. Die haben nämlich die Zinsen schon gesenkt heute Morgen. Ja, wir sehen es hier etwas überraschend, meine ich sogar, von 1,75% auf 1,5%. Kommt einfach daher, weil die haben die Inflation komplett im Griff. Wenn ich es richtig gelesen habe, haben die noch eine Inflationsrate von 1,5%, also sogar unter diesem Zielkorridor von 6,2%, was ja typischerweise so die Notenbank haben. Ja, wir haben jetzt heute dadurch keine Daten mehr, die wirklich anstehen. Ich scroll mal hier so ein bisschen runter und dann sehen wir das. Ja, Zinsentscheid aus England war auch heute, die sind auch gleich geblieben, wie erwartet. Ja, und wir sehen es hier, Hausverkäufe, das ist natürlich ein sehr gutes Zeichen hier, 4,38 Millionen erwartet wurden, das kann man immer hier sehen, ne? Prognose, erwartet wurden nur 3,95 Millionen Hausverkäufe mit so den Arbeitsmarktdaten eigentlich so mit ein wichtiger Faktor, ob es einer Wirtschaft gut geht oder nicht. Ja, in dem Moment, wenn wir einen Wirtschaftsabschwung haben, dann kauft man typischerweise nicht in einem Wirtschaftsabschwung, wenn man Sorge haben muss um seinen Job, ein neues Haus. Ja, also das ist hier ein sehr positives Zeichen für die amerikanische Wirtschaft. Der Arbeitsmarkt ist ja auch wirklich richtig gut in den USA.
Ja, das ist etwas, was meiner Meinung nach, was ich auch schon seit über einem halben Jahr sage, nicht passt zu einem Wirtschaftsabschwung. Und ganz genauso kam es auch dann, dass wir halt keinen Wirtschaftsabschwung haben. Das ist etwas, wenn man mal so ein BWL-Studium hinter sich hat und auch da ein bisschen Volkswirtschaft hat. Also so ein Abschwung geht eigentlich immer einher mit einem schlechten Arbeitsmarkt. Ja, und das haben wir halt gerade genau nicht. Und das führt uns dann zu den aktuellen Märkten, wo wir sehen können, dass alles nach oben strebt, wenn wir mal hier auf das Tageschart sehen, gehen, ne, dann sehen wir, dass wir sogar jetzt auf dem neuen Allzeithoch sind im Nasdaq, ne, natürlich stark getrieben von den Tech-Werten. Wir sehen aber auch, dass wir im DAX sind wir auch, oder waren, glaube ich, jetzt heute Morgen auf dem Allzeithoch, ich schau mal eben. Genau, heute Morgen waren wir auch schon wieder auf dem Allzeithoch, gestern halt auch, dann mit dem Zinsentscheid entsprechend hoch. Also alle Märkte steigen. Da ist die Chartanalyse relativ simpel. Ja, das geschulte Auge würde jetzt erkennen, dass wir uns hier in einem guten Aufwärtstrend befinden. Ja, also von daher, das ist halt relativ simpel. Nicht so wie wir es hier hatten, dass wir eher im Seitwärtsmarkt waren, sondern wir sehen ja auch, dass uns auch der Smart Trend Indikator, der genau ja in einem Trend seine Stärken ausspielt, eigentlich nur noch grüne Kerzen zeigt. Ja, und von daher wollen wir natürlich tendenziell schauen, dass wir long in den Markt kommen. Ich möchte also tendenziell im kurzfristigen Bereich dann mit dem Smart Trend Indikator long positionieren. Und das gilt also sowohl für den Nasdaq als aber auch für den Dow Jones. Hier können wir auch nochmal eben Tageschart anschauen. Auch hier sehen wir, ja, dass die Märkte ziehen so stark nach oben und tatsächlich nach meiner Meinung nach noch nicht überhitzt. Einfach weil die großen Unternehmen, die ja maßgeblich daran beteiligt sind, dass die Märkte nach oben gezogen werden, die verdienen ja ihr Geld. Also das sind keine Luftnummern. Wir haben einen neuen Markt, wo im wahrsten Sinne des Wortes die Unternehmen Geld verbrannt haben, verloren haben, also Minus gemacht haben und trotzdem stiegen die Kurse. Ja, jetzt machen einfach die großen Unternehmen, die verdienen richtig Geld. Und das ist natürlich immer eine gute oder sehr unterstützende Sache für den Börsenmarkt, für die Börse. So, wir wollen dann mal auf 5 Minuten reinzoomen. Wie wir es auch sonst hatten, gucken wir mal. Wahrscheinlich ist für uns der Nasdaq interessanter, genau, weil der Dow Jones zieht schon so stark nach oben. Also ist nicht wahrscheinlich, dass wir hier jetzt erstmal noch eine Umkehr bekommen. Ja, DAX in 5 Minuten ist eher was ich halt vormittags handle. Wir hatten heute Morgen die leichte Korrektur gehabt, aber auch hier seht ihr, ne, heute Morgen entsprechend, ne, die Trendwende kommt. Der Smart Trend zeigt an, hier graue Kerze, rote Kerze, da geht Short rein, Stop Loss hier oben drüber und dann kann man das mitnehmen. Also das sind genau die Marktphasen, wo wir ein bisschen Trendmarkt haben, wo der Smart Trend Indikator richtig gut ist. So, ich möchte gerne beim Nasdaq bleiben. Also da kurz gucken, genau da sind wir nämlich schon hier auf Long. Da kam eigentlich schon na, mit dieser Kerze hier der Long-Einstieg oder beziehungsweise hier mit der Kerze. Stopp dann entsprechend hier drunter. Ja, da müssten wir also erst wieder quasi auf ein neues Handelssignal warten. Ja, deswegen, das haben wir im Nasdaq noch nicht. Hier haben wir eine kleine Trendumkehr. Wir haben also hier den roten Bereich, jetzt halt grau und jetzt könnte auch gleich wieder eine grüne Kerze kommen. Das wäre dann etwas, was ich nutzen möchte, um in Trendrichtung reinzukommen. Aber da warten wir eben ab, was wir da haben. Wichtig ist immer, dass wir oder dass der Smart Trend Indikator, der ist ein Baustein in eurem Trading. Das heißt also, was natürlich wichtig ist, was ich auch gerade eben gemacht habe, dass wir uns News anschauen, was kann kommen, dass wir uns einen Trend anschauen, ne, weil logischerweise ein Trendindikator ist nur gut in einem Trend. Ne, in Seitwärtsmärkten ist das schwierig, wie wir das ja auch zum Beispiel hier sehen können. Ja, da kann man aber auch dann mit entsprechenden gleitenden Durchschnitten arbeiten. Oder wenn ihr halt seht, dass so ein ADX-Indikator, das ist da zum Beispiel auch dann entsprechend interessant, wenn die beiden Linien hier sehr eng nebeneinander laufen. Das heißt auch immer, dass wir einen Seitwärtsmarkt haben. In dem Moment, ja, wenn ihr hier seht, dass hier diese Linien stärker auseinandergehen, ja, oder beziehungsweise ihr könnt eigentlich hier oben auch auf die gestrichelten Linien schauen, dann sehen wir, dass wir halt eher in einem Trendmodus sind, ne, und dann wiederum haben wir sozusagen die Voraussetzung, dass wir auch so einen Smart Trend Indikator einsetzen können. Ne, das ist wichtig, weil die Gelddruckmaschine, die haben wir noch nicht erfunden. Also wir müssen schon immer noch was tun. Ne, und wenn wir ein reines Ampelsystem hätten, ach so, jetzt müssen wir gucken. Da kommt nämlich schon das Handelssignal. Da möchte ich auch gern einsteigen.
Ja, das ist grün, zeigt uns entsprechend an. Stop-Loss würde ich entsprechend hier drunter setzen. Kann man auch in die graue setzen, finde ich jetzt zu eng. Ja, also wir müssen ein bisschen gucken, dass wir da auch ein bisschen Puffer haben. Ja, wir wollen ja nicht in so ein Marktrauschen rein von irgendwie 7, 8 Punkten. So, jetzt sind wir drin. Wie gesagt, die Analyse einfach, wenn wir so einen starken Aufwärtstrend haben, dann ist für mich immer, da möchte ich nicht zögern, wenn ich long in den Markt reinkomme. In so einem Seitwärtsmarkt ist das immer etwas anderes, da kann man nochmal zögern, weil typischerweise Seitwärtsmarkt heißt ja, dass der Kurs nochmal zurückkommt. Aber in so einem Markt, wir haben jetzt beste Handelszeit, also unter normalen Umständen hätten wir ja 16.25 Uhr und da kommt typischerweise auch Bewegung rein. Wir hatten noch überlegt, zusammen mit Nelson, ob wir das Webinar eine Stunde früher machen. Und dann hatte ich gesagt, von meiner Sicht, aber da könnt ihr auch gerne mal in den Chat reinschreiben, wie ihr das seht. Ich finde, aktuell haben wir um 15.30 Uhr relativ wenig Marktbewegung. Ja, also ist häufig, dass es erstmal so ein bisschen seitwärts geht. So der Markt tastet so die Richtung ab. Und erst dann geht es halt so tatsächlich in eine Richtung. Von daher fand ich das eigentlich gar nicht schlecht, dass wir jetzt sozusagen um 16.15 Uhr normale Uhrzeit anfangen und halt nicht halt eine Stunde früher. Ne? Weil die Amerikaner, die haben halt 3 Wochen Vor- und Sommerzeit. Ne? Und deswegen haben die entsprechende Markteröffnung nicht 15.30 Uhr, sondern 14.30 Uhr. Und deswegen sind auch die ganzen Daten was früher. Ne? Deswegen war auch der FED-Zinsentscheid am Mittwoch um 19 Uhr, normalerweise ja immer um 20 Uhr. So, jetzt wollen wir mal hoffen, dass der Markt hier weiter steigt. So, hier haben wir die Position, sind 4,7 CFDs. Grundsätzlich haben wir aktuell folgendes Phänomen. Wüsste ich jetzt auch gar nicht, wann wir das schon mal hatten, dass die Märkte eine sehr niedrige Volatilität haben. Ja, wenn wir mal hier in den DAX rüber wechseln, wir gehen mal so auf die letzten Tage. Ja, wenn wir dann hier so eine Seitwärtsrange abmessen, das sind 70 Punkte. Ja, da macht der DAX tatsächlich, obwohl es rauf und runter geht, 70 Punkte. Oder auch hier haben wir eine Spanne von 50 Punkten. Also ich wüsste nicht, wann wir mal so eine Tagesspanne hatten. Also sonst so, auch wenn wir mit Kunden sprechen und die uns fragen, was hat denn der DAX für eine Volatilität, das ist eigentlich unsere Standardantwort irgendwas zwischen 100 und 150 Punkten. Ja, und jetzt müssten wir sagen, wir sind aktuell zwischen 40 und 70 Punkten. Ja, also das ist ein deutlich anderes Bild. Ne, von daher ist es auch schön, wenn wir dann entsprechend hier Daten haben, dass einfach ein bisschen mehr Schwung reinkommt. So, aber Schwung sollte natürlich auch hier im Nasdaq reinkommen, hoffe ich gleich. Ja, US-30 zieht weiter. DAX sieht jetzt auch schon auf dieses kleine, oder jetzt über diesem kleinen Zwischenhoch hier. Aber Nasdaq will noch nicht wirklich. Für mich jetzt wichtig, dass ich meinen Stop-Loss möchte ich nachziehen, wenn wir hier Richtung neuem Allzeithoch hochgehen. Ja, also hier in dem Bereich so bei 468. Aber dann entscheidet sich das nämlich, ob wir tatsächlich das hochbrechen können oder nicht. Ja, falls nicht, wäre das ja auch unser erstes Anzeichen von einer Trendumkehr. Und dementsprechend wäre das für mich wichtig, wenn er jetzt hier hochlaufen sollte, dass ich bei 468 nachziehe. Ich male das mal eben mit einer waagerechten Linie hier rein. Und da ist er. So. Also Kurs sollte da entsprechend hingehen. Ja, wir sehen auch aktuell bei Nvidia, Apple, Microsoft, Google leichte Gewinnmitnahme. Bei Apple sogar ein bisschen stärker. Also so mal die größeren Aktien zu sehen gerade. Absolut. Also bei Apple bin ich immer gespannt. Da kam ja jetzt raus, dass Apple hat Google, also Alphabet, angefragt, ob sie die KI nutzen dürfen und darauf ihre eigene KI so ein bisschen aufbauen dürfen.
Das ist natürlich nicht das, was man jetzt unbedingt von Apple erwartet, dass die zu einem Konkurrenzunternehmen gehen und fragen, darf ich auf deiner Struktur was aufbauen? Man hätte natürlich eher erwartet, dass die mit einer eigenen oder mit einer komplett eigenen KI rauskommen. Ja, und von daher glaube ich das Innovation schon. ist Und was anderes, ne? ja. Und Apple, oh, jetzt geht es aber hier gut runter. Aber warten wir mal ab. Absolut. Und Apple ist ja auch dementsprechend günstig. Also die sind, glaube ich, beim 22er KGV. Ja, Microsoft deutsch über 30, Nvidia auch deutsch über 30. Also das hätte ich auch nicht gedacht. Also von daher, da bin ich mal sehr gespannt. Der Warren Buffett ist ja mit seiner Holding, hat er in seinem Depot über 50% Apple. Und ich glaube für 180 Milliarden oder sowas, da bin ich ja mal sehr gespannt, weil der kann ja jetzt nicht mal so einfach aussteigen. Also die 180 Milliarden kriegt man ja nicht mal eben so zum aktuellen Kurs verkauft. Und der hat schon so ein paar verkauft. Market kann ja nicht raus. Nee, das glaube ich auch nicht. Und also ich denke mal, selbst wenn die Wende jetzt anfängt zu verkaufen, aber was ist denn das für ein Signal an andere Investoren? Also ich würde ja einen Teufel tun, wenn ich sehe, dass der, ich glaube sogar, er ist somit der größte Aktionär, dass wenn der sich von Millionen von Aktien trennt, dann würde ich ja nicht sagen, ach, ich weiß das besser als er und bleib drin. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er damit so eine Lawine auslöst. Und ich glaube, da ist er so ein bisschen in einer Zwickmühle drin. Ja, durchaus. Und wenn man auch in Betracht zieht, dass Apple ja auch in so vielen ETFs und insgesamt ja in Portfolien drin sind, was das für eine Auswirkung das hätte, ne? Also lass mal hier gucken, müssen wir mal sehen, ob die anderen Märkte auch jetzt runterziehen. Das kann natürlich sein. Dow Jones weiter nach oben. DAX ein kleines bisschen. Aber der Nasdaq hat doch so ein bisschen ihr Eigenleben aktuell vom Kurs. Da kann man nicht mal sagen, wie es früher war, wenn Dow Jones steigt, steigt Nasdaq und dann steigt der DAX, sondern so die Tech-Werte haben schon so ein bisschen ihr Eigenleben. Aber ja, das macht nichts. Das Handelssignal war da, haben wir gehabt. Und deswegen nutze ich ja auch den Chartreader oben, dass ich halt immer ein halbes Prozent Risiko handle. Ne? Das wird dann genau ausgerechnet, weil ich halt gerade nicht weiß, im Einzeltrade läuft er nicht. Ne? Aber wie man hier in der Story sehen kann, noch typischerweise sind die Gewinne, die ich mache, eigentlich eher Richtung 2er, also dann Richtung 1% oder halt etwas mehr. Und die Verluste eigentlich immer stringent beim halben Prozent. Ja, das hier Jetzt sollte fällt mir einmal ein, davon kommen. ich hab tatsächlich jetzt gerade nichts vor Augen, aber war nicht sogar heute eine Nachricht über Apple, dass sie eine Klage erwarten wegen Monopolstellung? Ich glaube, da war heute was. Ach so, das war heute. Du meinst wahrscheinlich mit dem App Store, ne? Dass sie keine fremden App Stores zulassen. Nee, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das war ja schon vorher. Das war jetzt eine neue Klage. Aber wie gesagt, ich meine, dass deswegen auch hier die Schwäche heute. Aber das habe ich jetzt gerade tatsächlich im Detail nicht mehr jetzt vor Augen. Kann man ja auch nochmal nachschauen. Aber ich glaube, da war auch für heute auf jeden Fall diesbezüglich mal eine Nachricht. Ja, oder vielleicht weiß auch einer von den Teilnehmern, um was es da ging. So, jetzt wollen wir erstmal hoffen, dass wir hier wieder ein bisschen weiter raufgehen können. So, nächste 5-Minuten-Kerze kommt nämlich gleich in 15 Sekunden. Also, Frage kommt, ob es den Smart Trend Indikator nur für den MT5 oder auch für den MT4 gibt. Gibt es nur für den MT5? Einfach, weil wir den relativ neu programmiert haben. Und es ist leider so, dass der MT4 und MT5
Die sehen für den Nutzer, sehen die ziemlich gleich aus, was natürlich auch im Prinzip sehr angenehm ist. Also ich sage mal, jeder, der den MT4 bedienen kann, der kann auch den MT5 bedienen. Aber unter der Haube sind die komplett unterschiedlich. Das heißt also, die Programmiersprache MT4 ist eine ganz andere, als wir das im MT5 haben. Und dadurch eigentlich, dass wir, ich sag mal, schon die meisten jetzt mittlerweile auf dem MT5 gehen, haben wir uns dafür entschieden, nicht nochmal quasi doppelte Arbeit zu machen und den jetzt auch für den MT4 anzubieten. So, ich habe die Nachricht gefunden von CNBC, auch für alle mal in den Chat reingepostet. Also tatsächlich heute offiziell angeklagt aufgrund der Monopolstellung auf dem Telefonmarkt, aber auch, was du eben gesagt hast, bezüglich auch der App, also Entwickler und andere Unternehmen. Naja, ah, interessant. Ich meine, auf der anderen Seite ja auch im Richtung. Ich habe selber ein iPhone, also von daher bin ich da schon Apple-Freund, aber es ist natürlich schon richtig, dass wenn die großen Konzerne da mit Mitteln spielen, dass man dann irgendwie kleinere Konkurrenten abhält oder sowas, das ist halt einfach nicht richtig. Ja, aber das ist natürlich etwas, was zum Beispiel auch Microsoft in Perfektion beherrscht. Also ich hab Microsoft-Aktien, also auch da, ich bin Freund von Microsoft, aber wenn man das halt sieht, dass dann zum Beispiel kleinere Firmen, die eine E-Mail-Software schreiben, die auch funktioniert mit einem Microsoft-Server, aber dass du kein Outlook mehr brauchst, und dann kommt eine neue Server-Version von Microsoft und die funktioniert dann zufälligerweise mit diesem kleinen Unternehmen nicht mehr, ne, dann weiß man halt, da saß halt auch jemand dran, okay, den Wettbewerber, den können wir uns, indem wir ihn einfach nicht mehr unterstützen, am Hals schaffen. Ne, und das sind natürlich schon Sachen, da finde ich schon, das ist richtig, dass man da als Aufsicht oder auch als Konkurrenz etwas gegen tut, weil ich bin immer der Meinung, Apple oder auch Microsoft oder so, die haben es ja gar nicht nötig, eigentlich mit solchen Systematik zu arbeiten. Die haben super Produkte, also von daher kann man das auch ehrlich und rechtschaffend erreichen im Wachstum. Aber das ist nur meine Meinung dazu. So, dein Stop-Loss hat er erstmal gehalten. Ja. Genau, da bin ich schon mal vor. Und das ist halt natürlich auch manchmal knapp. Wir sehen es ja hier, 88, 72, unten 86, also zwei Punkte drangelaufen. Ja, da muss man auch immer fairerweise sagen, da hat man auch bei solchen Sachen Glück. Das ist dann in dem Sinne kein Können, weil wenn irgendein Großer dann noch eine Portion mehr verkaufen muss, dann ist der Kurs hier unten, ist man ausgestoppt. Also das weiß man nie, aber das ist natürlich auch halt toll, dass man hier aus dem Chart so gut arbeiten kann. So, jetzt muss aber, oh, zack, jetzt kommt da ein bisschen Bewegung rein. War doch durchaus ein größerer Tick mit so 6-7 Punkten Sprung. Aber man sieht halt alles relativ ruhig. Ne? Also auch ein DAX für die US-Session 38 Punkte, das ist nicht viel. Dow Jones ist da ein bisschen besser. Ja, der ist da so im üblichen Bereich 272 Punkte. Also das ist halt das, was wir kennen. Und Nasdaq erstmal uneinheitlich. Aber schauen wir mal, ne? Vielleicht haben wir Glück, hat man öfter mal, dass man mal so ein kleines tiefes Tief macht und das dann rauf geht. Dann werden wir gleich sehen. S&P tut sich auch gerade ein bisschen schwer, weitere Hochs zu machen. Ich bin hier. So, und da haben wir genau, ist war jetzt gestern auch mal allzu durch, es ist gerade eben wahrscheinlich genau vorher abgeprallt, ne? So, ne, das war denn gestern. Ja, einmal kurz nochmal fürs Allzeithoch.
Ja, aber hier zum Beispiel sieht man, der S&P ist ja eigentlich so der liquideste Index, den wir in der Welt haben. Ja, aber ihr seht hier, deswegen, ich handle nicht so gern im Daytrading, einfach weil die Kosten, ja, wir sehen es jetzt hier, dass das Spread ja im Verhältnis zu der Schwankung deutlich höher ist, als wir das zum Beispiel beim Dow Jones haben oder Nasdaq haben oder DAX haben. Ja, deswegen ist es das einfach, dass ich den S&P kurzfristig nicht so gern handle. Ansonsten langfristig denke ich so der mit am meist berücksichtigte Index in der Welt. So, nochmal eine Antesten Unterstützung. Ich hoffe mal, sie hält. Wir sehen aktuell auch Dollarstärke. Ja, deutlich, ne? Hier kann man es schön sehen. Haben wir aber häufig, finde ich, in Währungspaaren hier, Nelson, kannst du auch da so deine Erfahrung sagen, aber ich finde, man hat es relativ häufig, dass wenn so ein Riesenanstieg im Währungspaar kommt, also zum Beispiel im Euro-Dollar durch einen Zinsentscheid, dass der dann gerne wieder abverkauft wird. Es ist ja auch so, dass einige große Teilnehmer, wenn wir ja auch davon ausgehen, von der Uhrzeit auch gestern, wann die Entscheidung reingekommen ist, dass auch einige noch gar nicht positioniert sind und ja, ich sag mal jetzt makroökonomische Veränderungen dann auch natürlich daran partizipieren wollen, aber die werden ja auch nicht zum schlechteren Kurs, wenn es schon gelaufen ist, reinkommen, sondern wollen da erstmal hingehen, wo Liquidität ist, ne? Ja, das ist richtig. Das sehe ich auch so. Das ist ja auch manchmal, ich sag mal, die Schwierigkeit, da nehme ich mich auch selber auch gar nicht raus, aber das zu verstehen, dass man das halt auch in solche Zusammenhänge nicht linear sehen darf. Ja, aber gestern war doch eher bearish für den US-Dollar, warum ist er heute wieder stärker? Das ist halt auch ein Zusammenspiel und es hat auch was mit Liquidität zu tun und ja, deswegen muss man da auch ein bisschen mit berücksichtigen, das Ganze. Ja, genau, weil das letzten Endes ist ja ganz egal, was man handelt. Börse ist ein riesiger Flohmarkt oder ein riesiger Basar, wenn man das im Prinzip so möchte. Es geht eigentlich ja nur darum, wie ist die Verhandlungsmacht von Käufern, wie ist die Verhandlungsmacht von Verkäufern. Und da ist natürlich jede kleine Stellschraube. Wenn irgendein Preis steigt, dann hat diese Preissteigerung ja Einfluss, wie du richtig sagst, auf alle möglichen anderen Assets. Ja, und dann, wenn dort die Preise sich ändern, dann kann es wieder sein, dass das neue Käufer auf den Plan lockt oder neue Verkäufer auf den Plan lockt, was auch immer. Und dieses Wechselspiel, das kann man gar nicht so in der kompletten Gänze beurteilen. Also das, was man zum Beispiel in der Uni dann macht, dass man sagt, auch komm, wir lassen mal das Zinsniveau konstant und überlegen dann, wie könnten sich die anderen Faktoren ändern. Aber es gibt nach meinem Wissen nach gar keinen Modell, wo tatsächlich alle Faktoren, wie es in der realen Welt ist, variabel sind, wo man dann sagen kann, ich weiß aber genau, wenn das hochgeht, dann werden die anderen Sachen das und das machen. Ja, und das macht es Ja. natürlich so schwer, dass es halt immer nur Prognosen sind, ne, und gerade wenn sie die Zukunft betreffen, wie so der alte Spruch ist, dann sind sie besonders schwer. Genau, da hast du aber auch was Richtiges gesagt. Der Markt handelt die Erwartung, die Zukunft und nicht, was schon passiert ist. Na, das wäre schön, wenn wir so einmal wie bei Zurück in die Zukunft quasi uns einmal mit einem Börsenmagazin versorgen könnten von übermorgen oder sowas, wo man die Kurse hätte. Das würde ausreichen. Aber na, das weiß ja mittlerweile jeder, der auch mal live gehandelt hat, dass gerade im Live-Handel die Signale nicht so eindeutig sind, wie sie vielleicht im Nachhinein scheinen. Dann würdest du, ich wette, du würdest dann Amazon, Microsoft, Apple, und Nvidia nochmal kaufen, oder? Das würde ich machen und ich hätte HelloFresh verkauft und Vonovia. Ja. HelloFresh, die haben Zahlen rausgebracht, an einem Tag minus 40%. Und das als DAX-Unternehmen. Also das ist schon heftig, das hätte ich mir nicht vorgestellt. Ja,
Ja, definitiv. Solche Bewegungen, das ist wirklich außergewöhnlich. Aber der Hype, wie auch bei anderen Aktien wie Peloton etc., hat ja auch viel was mit Corona zu tun gehabt, ne, wo viele Leute auch zu Hause waren. Absolut, absolut. Also ich habe tatsächlich vielleicht selber mal ausprobiert und ich konnte da jetzt für mich gar keinen Vorteil sehen, wenn ich denn selber in der Lage bin, einzukaufen. Und es war tatsächlich meiner Meinung nach nur der Vorteil, wenn ich nicht raus darf und ich lasse mich dann beliefern, habe alles, dann muss ich was eine tolle Sache. Und das sieht man auch bei denen im Chart. Also von daher, das ist so etwas, was ich immer wieder Leuten sage, wenn man mich fragt, was ist auch wichtig neben Charttechnik bei einer Aktie oder neben fundamentalen Kennzahlen, finde ich, ist immer der Anwendungsfall wichtig. Ja, also das heißt, jemand, der sich mit Börse nicht auskennt, der muss sagen, das Produkt finde ich gut. Ja, und das finde ich immer, das ist so die Grundvoraussetzung für mich, ob ich halt überhaupt dann in die Analyse gehe, um zu sagen, ob ich eine Aktie kaufe oder nicht. So, nochmal Glück gehabt. Ja, also da sieht man auch, FX Flat lässt einen handeln, wie man möchte. Ne? Wenn der Kurs vorher dreht, dann darf er auch vorher drehen. Ist tatsächlich nicht bei jedem Broker so normal. Sollte es sein, ist es aber nicht. Also das kann ich mit einem guten Gewissen sagen. Wir waren jetzt hier einmal 88, ne, zu 85, 70, also knapp 2,5 Punkte dran. Und hier jetzt nochmal 87, 35. Da waren wir jetzt noch mit 1,5 Punkten dran, also ganz knapp. Aber das ist natürlich umso schöner, wenn man auch dann da ein bisschen Glück hat und auch das so machen kann, so enge Stopps setzen kann, dass man im Markt drin bleibt. Die anderen Indizes, die versuchen jetzt nochmal nach oben zu gehen. Mal gucken, ob das den Nasdaq jetzt endlich mit nach oben zieht. Ja, der DAX ist zwar nicht volatil, aber der zieht nach und nach wie so ein langsam und stetig, ne? Nach oben. Ja, ja, genau. Genau. Auch mal gucken. Also mein Nasdaq, das ist, fand ich so auch so in den letzten Wochen, man braucht viel Geduld, aber wenn er mal richtig durchstartet, dann hat er auch richtig Power. Ja. Man kann es jetzt sehr schön sehen, wenn wir nochmal im langfristigen Bereich sind, dass der von November waren wir bei 14.100 und der DAX war im November bei 14.600, also etwas höher. Aber Nasdaq müsste den ja schon überholt haben, 18.1, genau, und hier sind wir schon bei 18.4. Von unserer relativen Stärke auch schon mal zumindest wieder ein gutes Signal. Hat jetzt hier schön gedreht. Im Oszillator zeigt nach oben. Das sieht sehr gut aus. Und auch hier unser ADX, wenn wir da ein bisschen rauszoomen, so dass wir das sehen können, sehen wir auch, dass die grüne Linie jetzt die rote nach oben schneidet. Hier ist eigentlich so die Grundtendenz. Die obere Linie hat recht. Das heißt also hier in dem Bereich ist quasi long und in dem Moment, wenn die rote Linie oben ist, dann ist short und so weiter. Das heißt, also wenn jetzt wieder die grüne Linie oben ist, auch dann ist von dem Indikator, dass der Markt long gehen sollte. Ja, also sieht zumindest von den Vorzeichen her jetzt alles ganz gut aus. Kurs steigt. Aber das ist halt das, was man immer relativ schlecht, finde ich, einschätzen kann. Und deswegen gebe ich auch bei so einem Einstieg ein bisschen Puffer. Weil dann kommt ein Tief, dann kommt ein tiefes Tief, dann kommt nochmal ein tiefes Tief. Also mit dem tiefen Tief hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gerechnet. Aber das ist etwas, deswegen fummel ich an einem Trade, wenn ich einmal drin bin, auch halt nicht mehr rum. Weil was da alles so passieren kann, das ist tatsächlich jedes Mal anders. Und deswegen für mich ist immer wichtig, dass ich die Analyse im Vorfeld mache, bevor ich in einem Trade drin bin. Weil typischerweise, wenn ich in einem Trade drin bin, dann kommt natürlich auch so das Bauchgefühl mit rein. Ja, und das Bauchgefühl ist tendenziell schlecht für das Ergebnis am Markt. Also deswegen brauchen wir ja auch eine Strategie,
Deswegen nutzen wir Indikatoren, weil wir gerade von diesem aus dem Bauch aus Traden ja genau weg wollen. Ne? Weil wir wissen, oder ich zumindest, ich weiß es für mich, ne, dass wenn ich ohne Indikatoren, ohne Chart handle, also nur so aus dem Bauch handeln würde, weiß ich, dass ich definitiv Geld verlieren würde. Also von da ist das etwas, wenn ich das weiß, dann will ich deswegen genau die Analyse machen, wenn ich noch nicht im Markt drin bin, weil dann ist mein Bauch eigentlich ausgeschaltet, das Bauchgefühl, wo man dann nicht denkt, oh Gott, ich bin im Minus, jetzt geht das vielleicht doch noch weiter runter oder so. Also Frage kommt, warum sind die beiden letzten Kerzen im Nasdaq rot, obwohl der Index steigt? Einfach, weil das ist nicht das ganz normale Chart, sondern das ist der Indikator. Ich zeige dir das mal eben, ist gut, dass du danach fragst. Wenn ich das jetzt hier einzeichne, und dann gehen wir jetzt mal auf eine andere Vorlage. So, das sieht gut aus. Und jetzt gehen wir auf 5 Minuten. Ja, jetzt siehst du, das sind die echten Kerzen hier. Ja, also das heißt, grüne Kerze, dass der Kurs steigt, rote Kerze, dass der Kurs fällt. Und hier drin ist der Indikator. Das heißt also der guckt nicht, ob die Kerze steigt oder fällt, sondern der guckt, ist der Markt eher in einem Trend long, in einem Seitwärtstrend. Das wäre diese graue Kerze hier. Rot wäre halt Abwärtstrend und grün wäre das Signal für einen Aufwärtstrend. Das heißt auch hier, die Kerze hat die oben aufgemacht, geht nach unten, also müsste entsprechend eine rote Kerze sein. Ja, also hier, wie wir das hier haben, das ist die normale Kerze. Aber der Indikator soll mir ja nicht zeigen, wie die Kerze läuft, sondern der soll mir zeigen, haben wir hier eine Tendenz nach oben oder aber nach unten. Das kann man sehr schön hier sehen, wo wir ein bisschen stärkeren Trend haben. Hier zum Beispiel auch, hier siehst du gar keine rote Kerze, sondern auch wenn der Markt hier zwischenzeitlich korrigiert, der Indikator sagt in dem Moment, wir sind noch im Long-Trend. Und also das heißt, der nimmt da ein bisschen von dieser typischen Schwankung, dass wir rote, grüne und sowas haben, nimmt er raus. Wenn ich das vergleiche nochmal hier, hier sehen wir das Wechselspiel, ne, auch zum Beispiel, wir haben einen Aufwärtstrend sehen, aber dass immer mal wieder rote Kerzen drin sind. Also da weiß ich quasi von der Indikation her nicht genau, in welche Richtung geht's. Und das soll unser Indikator, den ich, wie gesagt, sehr gerne nutze, ne, wo wir auch hier das Ergebnis haben von den letzten 4 Live-Tradings, die wir hier gemacht haben, die sind alle mit diesem Indikator gemacht. Also von daher gute Frage. Ist einfach halt, weil der Indikator die normalen Kerzen überschreibt. Und wenn du den Indikator nutzen möchtest, das ist der Vorteil, FX Flat sponsert hier den, kannst du also von unserer Landingpage einfach runterladen, die habe ich schon reinkopiert in den Chat, ne, und dann kannst du auch gerne auch im Demokonto selber ausprobieren. Dow Jones fällt es auch ein bisschen. DAX kann man wieder umschalten auf die 5 Minuten, dass wir das sehen. Ja, DAX zieht und zieht. Wenn dein Risiko jetzt das zulassen würdest, würdest du hier nochmal eine Position eröffnen? Mit dem neuen Signal oder? Ach so, ja, das kannst du machen. Ist ja auch sogar fast der gleiche Einstieg. Ja, also wir haben den Einstieg halt hier gehabt. Stop-Loss hier drunter, das wäre genau das Handelssignal, dass wir sehen, dass er von grün auf rot schwenkt. Setzt jetzt wieder grün und dann setzen wir den Stop-Loss nach der Systematik dann hier quasi unter die Serie von den roten bzw. grauen Kerzen. Also das wäre jetzt hier das letzte Tief gewesen, also würde jetzt genau der gleiche Einstieg, genau, kann man also jetzt nochmal neu einsteigen, wenn ich jetzt an den Rechner käme und noch nicht drin wäre, genau. So, nichtsdestotrotz müsste er langsam mal steigen.
Ja, mit dem Signal hätte man sogar noch einen kleinen besseren Einstieg ab 34. Ja, wenn man vielleicht so mit Spread so bei 36, 37 reingekommen. Apple mittlerweile über minus 3%. Ja, das wird dem Warren nicht gefallen. Also Frage kommt nochmal zu den beiden roten Kerzen. Obwohl der Indikator einen Short-Signal gibt, bist du trotzdem long gegangen. Warum? Ich bin eingestiegen, als der Indikator ein Long-Signal gegeben hat. Also ich hatte ja gesagt, dass ich, weil wir im Tageschart in so einem starken Aufwärtstrend drin sind, möchte ich gerne long rein. Und ich bin eingestiegen, als der Indikator, der war hier ja rot. Und dann hat er diese Kerze aufgemacht, diese grüne Kerze. Und grüne Kerze heißt ja ein Long-Signal. Und dann bin ich also mit Öffnen von dieser Kerze long eingestiegen. Das heißt also jetzt hier das rote Handelssignal, das kam später, als ich bereits in der Position drin war. Sonst hättest du nämlich recht, also ich würde nicht einsteigen, wenn eine rote Kerze kommt, dann möchte ich nicht long einsteigen. Absolut richtig. Ja, so richtig will er noch nicht. Frage, die auch dann häufig kommt, ob ich einen Zeitstopp habe. Ja, es gibt ja Trader, die sagen, wenn so ein Trade nicht so richtig anläuft, dass man dann irgendwie frühzeitig rausgeht oder sowas, mache ich persönlich überhaupt nicht. Ja, sondern nochmal zurückzukommen, dass ich sage, dass meine Analyse am besten ist, wenn ich nicht im Markt drin bin. Dementsprechend ist es halt so, wenn ich mir überlegt habe, dass ich jetzt hier mit dem Signal reinkomme, dass ich meinen Stop-Loss hier unten hinsetze, ne, dann gibt es halt nur zwei Möglichkeiten, die danach passieren können. Entweder steigt der Kurs, was ich natürlich hoffe, hier hin. Wenn er hier oben hinsteigt, dann würde ich entsprechend meinen Stop-Loss auf Einstieg nachsetzen. Ne, dann können wir uns auch gleich noch Gedanken machen, na, wo ist der Take-Profit, wo kommt der hin. Aber es gibt also quasi da nur die beiden Möglichkeiten. Also entweder kommt er an den Punkt, wo ich den Stop-Loss nachziehe, oder er kommt an den Punkt hier unten hin, wo ich halt mit Verlust rausfliege. Aber etwas anderes möchte ich nicht, weil es ist also tatsächlich zumindest aus meiner Erfahrung so, dass es tatsächlich passieren kann, dass der Markt kommt, meinetwegen ist ein schöner Aufwärtstrend drin, man steigt meinetwegen hier ein, hat den Stop-Loss hier so unten drunter. Und der Kurs, der macht Folgendes. Der dümpelt dann hier so seitwärts und dümpelt seitwärts, geht hier unten hin, dümpelt seitwärts, ja, und irgendwann auf einmal knallt er hoch. So, und das wäre natürlich schade, wenn er halt dann tatsächlich das macht, was ich ja eigentlich dachte, was er machen will, wenn ich ihn dann halt vorher rausgenommen habe. Ja, auf der anderen Seite ist es ja auch so, ich war ja hier schon zweimal fast draußen, ja, mit zwei, drei Punkten mehr wäre ich schon raus gewesen. Aber solange ich die Chance habe, dass der Trade laufen kann, solange möchte ich ihn laufen lassen. Das ist natürlich auch für mein Trading immens wichtig. Das zeige ich euch eben warum. Also von daher, wenn das andere Trader machen, dann kommt das auch wahrscheinlich daher, weil die ein anderes Setup haben. Also in meinem Fall ist ja so, dass wenn ich hier einsteige und ich habe den SL hier unten, dann habe ich ja typischerweise einen Take-Profit, der deutlich weiter weg liegt. Das heißt also in dem Moment, wenn ich einen Trade rausnehme, der so läuft, weil er hier unten ist, und ich würde den rausnehmen und dann läuft der hoch, dann habe ich natürlich den Gewinn, der bei mir immer höher ist, habe ich damit verpasst. Und das darf halt nicht passieren. Ja? Also ich möchte ja lieber sozusagen hier den kleinen Verlust in Kauf nehmen, als dass ich verpasse, dass ich den 2R oder bei 3R positiv bin.
Also deswegen, das ist gerade in dem Moment, wenn du ein hohes CRV handelst, gerade dann ist es halt wichtig, dass wenn er läuft, dass wir die guten Trades nicht verpassen. Und deswegen, das ist durchaus etwas anderes, wenn ich zum Beispiel hier einsteige und ich habe einen Stop-Loss hier unten und ich habe einen Take-Profit hier oben. Und dann meinetwegen, dann läuft er nicht richtig, läuft so ein bisschen runter, dann ist das absolut richtig, dass ich dann sage, okay, ich will ja eigentlich mit dem Momentum einsteigen, dass er hochläuft, dass ich den dann hier zum Beispiel rausnehme. Aber es ist natürlich dann auch wiederum, weil wenn er jetzt fallen sollte, dann habe ich natürlich viel, viel mehr Verlust gespart, als was ich am Gewinn jetzt nicht gemacht habe, wenn ich ihn da rausnehme. Also das vielleicht so zum Hintergedanken, dass ihr da auch ein bisschen achten könnt, wenn ihr das mal anders hört oder so. Mit der Frage, meistens hat das dann auch immer einen logischen Grund, weswegen ein anderer Trader dann irgendwas anderes macht. Also kommt immer so ein bisschen darauf an, was oder nach welchen Vorgaben handelt man. Ja, Euro-Dollar weiterhin im Abwärtstrend hier. Gold übrigens auch mal wieder ein bisschen am Fallen. Das hat ja auch einen sehr guten Lauf gehabt. Dow Jones hält sich da oben. DAX hier langsam weiter hoch. Ja, Nasdaq weiß noch nicht so richtig die Richtung. Ja, und deswegen nochmal hier. Ja, wichtig halt, dass ihr zu dem Indikator halt auch immer noch andere Indikationen nutzt. Ne? Und das ist jetzt, was ich hier sagte. In dem Moment, wenn hier die beiden Linien zum Beispiel von dem ADX so sehr eng sind und so sehr parallel laufen, immer ein Zeichen für einen Seitwärtsmarkt. Also von daher, dann ist der Indikator nicht so interessant. Einfach, dass ihr das so grundlegend wisst. Ich wollte hier schon gerne long rein, einfach weil für mich das übergeordnete Bild sehr, sehr stark ist, sehr stark long ist. Also es gibt immer wieder Gründe, dass man sagen kann, okay, ich achte darauf nicht. Ich möchte euch aber immer hier zeigen, was ihr in einer normalen Marktphase euch halt anschauen könnt. Also da sehen wir hier, wo das so richtig schön auseinander geht. Da haben wir dann den Trendmarkt, wo der Indikator auch dann wirklich einwandfrei funktioniert. Und da wäre der Einstieg hier bei der grünen Kerze, Stop-Loss hier drunter. Ne, und dann läuft er nämlich wunderbar hier seine mehreren Rs ab. Ne, das ist dann halt ganz genau das, was ich halt nutzen kann. Also darauf ein bisschen achten. Ne, oder auch ihr könnt auch einen begleitenden Durchschnitt direkt einzeichnen. Auch da sieht man das dann, wenn ihr drei Durchschnitte drin habt und ihr seht, dass die so sich dauernd überkreuzen und auch relativ seitwärts laufen, auch dann ist typischerweise kein Trendmarkt vorhanden. Kommt er schon wieder runter. Also es ist manchmal mühsam. Ja, jetzt kommt der Dow Jones aber auch runter. Bei so einem Lauf auch besteht ja natürlich jetzt auch immer die Gefahr, in Anführungsstrichen, dass auch Gewinnmitnahme stattfinden, ne? Absolut, ja. Also das kann ja schon immer kommen. Das kann man ja auch keinem verdenken, dass wenn er gut verdient hat, dass er auch noch da mal Aktien verkauft. Ne? Das ist halt immer die Schwierigkeit, dass man nicht genau weiß, kommen die gestern, kommen die vorgestern, kommen die heute oder morgen. Ne? Und deswegen, also gehe ich halt so vor, dass wenn ich sehe, dass so ein Aufwärtstrend halt weiter intakt ist, dann möchte ich rein. Ne? Und mir, wie gesagt, reicht es ja auch dadurch, dass ich ein hohes CRV habe, dass ich halt nicht jeden treffen muss. Ja, aber absolut, absolut. Also irgendwann, und ich meine, das ist ja auch dann das, was man so typischerweise von den Crash-Propheten halt dann hört, dass sie dann irgendwann, wenn der Stärke-Rücksetzer dann kommt, dann sagen, die habe ich doch gesagt, ja. Aber das ist ja dann meistens, hat man das dann ein halbes Jahr vorher gesagt. Also ich bin immer so, dass ich lieber reagiere. Also ich möchte so eine Longwelle so lange reiten, wie es halt irgendwo geht.
Und natürlich irgendwann wird der Markt zeigen, mit einem Trendwechsel, jetzt ist die Show vorbei, erstmal in Long-Richtung. So, jetzt sind wir wahrscheinlich auch gleich draußen, tippe ich mal. Na, noch ein tiefes Tief werden wir nicht aushalten. Aber vielleicht haben wir Glück und es ist sowas wie so eine inverse Schulter, Kopf, Schulter. Das wäre natürlich gut. Und das war also hier Schulter, Kopf und dann, wenn er hier bleiben sollte, Schulter hätten. Und dann sollte er eigentlich hier über die, na, schlecht gezeichnet, sollte eigentlich über die Nackenlinie dann halt gehen. Und ja, und dann zwar sehr, sehr schräg ist, aber das macht ja nichts. Wenn wir Glück haben. Wenn man schreibt im H4, ja, dass hier ein Short-Signal ist, der DMI, ja, das kann gut sein, jetzt kommt es auch, mal gucken, mal denn die Linie her hier. Jetzt sind wir raus. Er hat noch ein tieferes Tief. Aber wie gesagt, das ist halt immer deswegen für mich wichtig. Und man sieht jetzt hier genau das halbe Prozent, was ich halt eingehen wollte. Das ist halt wichtig, weil ich genau nicht weiß, halt welcher Trade funktioniert. Und den Chart-Trader, den könnt ihr auch entsprechend kostenfrei nutzen. Da muss man nichts mehr ausrechnen, sondern kann man eingeben, was für ein Risiko man handeln möchte. Also ich habe jetzt zum Beispiel die 0,5% eingegeben oder auch 1% oder 0,7, was ihr möchtet, oder 2%. Kann man alles eingeben und dann macht er halt alles entsprechend automatisch. Okay, ja, ich glaube an dieser Stelle ein guter Punkt zum Schluss machen. Jetzt so das nächste Einsignal hätte ich jetzt erstmal nicht. Ne, wir sehen jetzt auch von der Zeit her gleich auch in der Mittagspause bei den Amerikanern, da sollte eher nicht so viel kommen. Eher, weil es natürlich dann doch immer auch mal kommen kann. Aber zumindest von der Systematik hoffe ich, dass wieder einiges klar geworden ist. Wenn ihr den nutzen möchtet, könnt ihr das, wie gesagt, kostenfrei tun. Einfach im Chat nachschauen, da ist der Link drin. Den Chart Trader könnt ihr auch komplett kostenfrei nutzen. Also das ist ein Tool, was man für alles möglich nutzen kann, wenn man sagt, ich handle ein prozentuales Risiko. Und ansonsten danke ich euch für die Aufmerksamkeit. Freue mich, wenn wir, ich glaube, in 3 Wochen ist es, ne, Nelson, uns wiedersehen. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Und dann wünsche ich gute Trades, wenn ihr Smart Trend Indikator nutzt und allen anderen das natürlich auch. Ja, sehr gut. Vielen, vielen Dank, Marc. Ich gucke gerade, wann unser nächster Termin ist. Jeder, der hier drin ist, sowieso schon angemeldet für den nächsten Termin. Ich glaube, da ist eine kleine Pause drin und dann geht es am 18.04. entsprechend hier weiter. Und die Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online, wie immer. Von daher wünsche ich noch viel Erfolg heute. Vielen Dank für die Teilnahme. Vielen Dank, Marc, für das Webinar. Weiterhin danke, viel Erfolg. Passt auf eure Position auf und ja, bis zum nächsten Mal. Danke. Jo, tschüss. Ciao.